Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe mal wieder einen Energy Drink und zwar ist das irgendwie die Hausmarke für vom Globus. Jedenfalls kenne ich den nur vom Globus, Senadic Energy und zwar zuckerfrei. Also bleibt mal dran. Yo, Senadic Energy Drink. Ich habe schon einen Energy Drink getestet von Senadic. Das war, ironischerweise habe ich nur diesen einen getestet, warum auch immer. Und das war Wassermelone und der war nix. Der war ekelhaft. Vom normalen Energy Drink, den ich wahrscheinlich auch irgendwann mal testen werde, jetzt habe ich ihn natürlich vergessen zu kaufen. Und besonders von dem hier, erwarte ich mir viel, viel mehr, weil der wahrscheinlich leckerer sein wird. Aha. Ja, also kommen wir erstmal zu den Daten. 32 Milligramm Koffein, das ist das Maximum, was man in Deutschland rausholen kann. Und Kalorien, 2 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, das Ganze hat 2, 4, wenn man rechnen kann, hat das 5 Kilokalorien, die ganze Dose. Und kein Zucker, nicht 0, irgendwie oder so. Das hat überhaupt gar keinen Zucker. Und das ist schon mal klasse. Ich würde sagen, diese Dosen sind etwas billig gemacht. Ja, oder fehlt ja. Finde ich jetzt. Aber dafür habe ich ja meinen guten Schlüssel. Und ja, jetzt geht's. Das hat gut gezischt. Ja gut, diese Energy Drinks, die sind ja eigentlich alle vom Geschmack her standardmäßig. Aber es gibt da feine Nuancen und die finde ich gerne raus. Das riecht, wie ich mir so ein Energy vorstelle. Ja. Und der kostet nun 39 Cent kostet er. Und dann noch halt, ne? Pfand dazu. Au. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ist natürlich gerade bei Energy Drinks maßgeblich. Ab und an muss man auch mal am hübschen Bobo hinterher gucken. Ist halt so. Ja, es ist so richtig golden, aber ein helles Gold ist das. Das sieht man jetzt im Video nicht so sehr. Aber es ist ein helles, ein sattes, helles Gold ist das. Bubbles sind am Start und es riecht genau so, wie ich mir das erwartet hatte. Ich würde sagen, aber das Design hier, dieses Babyblaue, das Blaue signalisiert mir ja, wenn ich das von Weitem schon sehe im Kaufhaus, im Supermarkt, dann sehe ich ja, das könnte Light sein oder es könnte zuckerfrei sein oder es könnte kalorienarm sein. Das signalisiert mir das, wenn ich das am anderen Ende am Supermarkt sehe. Und dann muss ich hin und muss es kaufen. Ja, ich finde es cool gemacht. Auch hier dieses S ist sehr gut gemacht. 5 Sterne vom Design. In Verbindung hiermit natürlich. Jo, Prost. Oh, also es ist ein Energy Drink, der sehr süffisant ist, aber von den ganzen etwas billigeren Drinks kommt er irgendwie nicht über das Niveau von Kong Strong über hinaus. Er ist durchaus ähnlich, aber hat so einen Säureunterton. Der gefällt mir nicht ganz. Aber wenn ich schnell gehen muss und ich mal beim Globus vorbeikomme und Energy brauche, dann wäre das natürlich die erste Wahl, die ich nehmen würde, weil die anderen schlicht und einfach zu teuer sind. Also, wenn ich was bräuchte, was mich wach halten würde. Ja. Und weg ist er. Ja. Vom Geschmack würde ich sagen 4 von 5 möglichen Sternen. Es ist nicht der allerbeste. Ich habe schon Besseres getrunken. Aber ich habe auch schon einiges getrunken, was viel, viel schlechter war. Ich würde sagen,
Wenn ihr den schon kennt, schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr den findet. Welcher Energy-Drink ist euer liebster Zuckerfrei-Energy-Drink? Das würde mich mal interessieren. Und lasst natürlich ein Like da, lasst ein Abo da, ist klar. Und die Glocke abonnieren. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Und wie beim Zini damals, tschüss.